Name your game. Haha. Aber das nehmen wir natürlich wieder mit. Die machen irgendeinen Scherz hier. Ich hatte den doch! Ah! Das ist unser Mate. Also wenn wir die beiden besiegen, der zeigt mir seinen Hintern. Ja gut, wenn man einmal misst, kann man nicht mehr gewinnen. Ich kann auch gerade durchlaufen. Oh mein Gott, das gibt's ja nicht. So, jetzt haben wir euch. Wir brauchen nur noch zwei. Ja. Tschüss. Das könnt ihr haben. Aua. Geht's dir gut, mein Freund? Alles in Ordnung. Hey. Hi. Wie sieht's aus? Mit deiner physischen und seelischen Verfassung? Können wir weitermachen? Ich glaube, das muss auch nicht zwingend Junge sein. Jetzt sehe ich es zum ersten Mal. Vielleicht ist das auch ein Mädchen. Egal. Psst. Psst. Lass mal hier rausgehen. Schaffen wir das? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ah, ein Klavier. Erstmal alles erkunden. Ah, und hier ist eine Kurbel. Das heißt wahrscheinlich, jemand betätigt die Kurbel und der andere nimmt das als Transportmittel. Okay, so ging schon mal nicht. Aber wir probieren's. Ach so, nee. Das führt ja zu was gänzlich anderem. Da wird der Boden einkrachen, glaube ich. Ja. Oder wir können hier rauf, nee. Ah, Synchronspringen ist das. So, und was erwartet uns hier? Erstmal brauchen wir einen Schlüssel, aber was wir noch brauchen, ist ein Weg zur anderen Seite. Und die altbekannte, so vielbewährte Räuberleiter kommt wieder zum Einsatz. Okay, jetzt, ich muss dieses Mädchen besiegen. Scheiße. Ich werde es jetzt so machen, ich sneak vorbei, dann hole ich mir das Werkzeug. Und danach versuche ich sie wegzuklatschen. Die wirkt hier relativ beschäftigt. Ja, das ist gut. Das ist gut. Die ist abgelenkt. Jetzt brauchen wir nur noch dieses. Ja. Und da gab sich der Schlüssel in die Tasche. Können wir das zusammen aufmachen? Oh, ruck. Oh ja. Dann wissen wir direkt, dass es hier weitergehen muss. Und rein da. Oh, da ist noch so einer. Jetzt bin ich tot.
Man muss hier durchsneaken, mein Mate war hier auch überhaupt keine Hilfe, das will ich mal betont haben. Einfach rumsneaken und hoffen, dass der andere selber zuerst stirbt, als man selber stirbt? Das ist hier schon gewagt. Ah, nee. Muss doch aufpassen, dass ich nicht den Falschen treffe. Schöne Klaviermusik erwartet uns. Wer spielt denn hier am Klavier? Würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Das klingt so fröhlich. Was ja eigentlich vorerst schon mal ein gutes Zeichen ist. Kann ich da rauf? Diese Kiste darf mir nicht auf den Kopf fallen. Aber die versperrt mir den Weg. Können wir hier rein? Ah, nee. Aber die Räuberleiter wird uns angeboten und da sagen wir natürlich nicht nein. Rauf da. Der schönen Klaviermusik entgegen. Das werden wir vielleicht noch brauchen. Okay, alleine funktioniert das nicht. Aber mit vereinten Kräften ist das gar kein Problem. So, und wir machen uns auf. Oh nein, das ist unsere, ich wollte fast sagen, Lieblingslehrerin, aber... Wir analysieren es mal. Wir müssen wahrscheinlich runter. Ich sehe hier rechts in der Mitte eine Kurbel. Und wenn sie spielt, ist sie vermutlich abgelenkt. Das heißt, genau, wir müssen runter, solange sie nicht spielt. Schauderhafte Musik. Für das, dass das so eine ekelhafte Person ist, spielt sie eigentlich ganz gut Piano, das muss man ihr lassen. Aber ich fürchte mich jetzt schon so ein bisschen. Können wir das einstürzen lassen? Okay, und diesen Container brauchen wir, um raufzugehen. Ich habe Angst. Wir machen es auf Nummer sicher. Scheiße, das war zu nah. Fuck. Ich mach jetzt erstmal gar nichts. So scheint es zu funktionieren, aber wir müssen schnell sein, verkack's nicht immer.
mir das ein bisschen weg von ihm. Ich habe Angst. Das wird doch genügen. Ich warte noch mal einen Turn. Dieser Herzschlag. Schnell! Oh Gott! Die kommt hier rein. Was ist das denn, ey? Schneller! Nein! Die alte Halsabschneiderin! Rauf da! Oh mein Gott! Wie lang ist deren Hals? Kannst du nicht ein bisschen schneller sprinten? Oh Gott. Kann die mal irgendwo hängen bleiben? Alter, ist das ekelhaft. Uff. Die landen draußen im prasselnden Regen. Boah, der sind wir wohl entkommen. Zumindest vorerst. Und da geht's weiter. Weiter in die Finsternis, weiter in die Dunkelheit. Weiter in ein düsteres Unterfangen. Es wird nicht einfach und der Weg ist noch weit. Aber zu zweit schaffen wir das, da bin ich mir ganz sicher. Was für eine epische Kulisse. Hier, ein unbeseelter Ort mit einem unbeseelten Anzug und die Fernseher tauchen auch schon wieder auf. Okay, wir schieben das Ding mal. Deckel drauf. Ah, okay. Wir nehmen das als Jumping Bridge sozusagen. So, da, da. Dann probieren wir das einmal so. Und ein Riesensprung. Es ging irgendwie. Kann ich mal Mate helfen? Will er nicht. Der schafft's alleine. Kurze Dusche. Papierflieger oder ein Papierboot. Nee, weiter geht's hier. Rein in die gute Stube. Und was ist das oder wer ist das? Wir wissen es nicht. Das ist der Regenmantel, der berühmt-berüchtigte von Little Nightmares 1, dem Main-Game. Und das ist auch schon ein bisschen hoffnungsvoller. Die Räuberleiter.
Hilft uns weiter. Es erwarten uns hier bestimmt wieder böse Dinge. Kann ich hier einfach durchgehen? Scheint so. Ganz ohne Probleme. Hier rauf geht's nicht. Wollen wir das mal verschieben? Geht auch nicht. Räuberleiter. Jawohl. Gleich hier rüber. Nee, wir können es auch einfach lösen. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Okay, nee, der wartet auf uns. Könntest du auch mal mithelfen, mein kleiner Freund? Ich kann dich wirklich nicht gut gebrauchen, wenn du nur so rumstehst. So, rein ins Loch. Einmal droppen. Und auch hier geht die Party weiter. Und ein Lichtstrahl weist uns den Weg ins Ungewisse. Okay, was ist das jetzt? Verbandszeug. Das sieht aus wie ein ausgemustertes Krankenhaus. Da scheinen auch noch ein paar Patienten ihr Dasein zu fristen. Machst du mir die Räuberleiter? Okay, machst du nicht. Das ist halt auch hilfreich, dass wir einen kleinen Begleiter haben, der uns auch den ein oder anderen Tipp gibt. Oh mein Gott! Es war ja Rettung in höchster Not. Ja, genau das meinte ich. Der gibt uns den Weg vor, also wissen wir... Okay. Das hat keiner gesehen. Das freut mich. Das schneide ich natürlich direkt raus. Jetzt ging's. Mhm. Also im Klettern ist die andere Person deutlich besser, würde ich sagen. Gut gemacht. Okay. Das mit den Sicherungen, das kennen wir ja. Aus Little Nightmares 1. Die müssen wir irgendwo tauschen. Richtig. Ja, das Verbandszeug wird nicht die Aufgabe erledigen. Ne, wir nehmen jetzt einfach dieses Ding mal raus, würde ich sagen. Setzen es dort ein, wo es am offensichtlichsten scheint. Und das ist hier. Und schon öffnet sich der Fahrstuhl des Grauens.